zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich gehe mit diesem Video schon wieder auf eine eurer Kommentare ein. Und zwar zu dem Seitheben-Tutorial. Da gab es eine sehr berechtigte Frage, kein Einwand, eine Frage zu. Und zwar inwiefern man eventuell den Scapular Plane beachten sollte. Ich werde euch in diesem Video mal erklären, was es damit auf sich hat, was der Scapular Plane ist. Was ist denn die deutsche Übersetzung dafür? Also im Prinzip der Scapularis Korridor und wobei der tatsächlich zu beachten ist und warum man den beachten sollte, aber auch warum er im Bodybuilding eigentlich von Natur aus, vom Sport aus schon nicht immer Anwendung findet, beziehungsweise das übergeordnete Prinzip des Scapular Plane. Erst einmal zum Scapular Plane. Der Scapular Plane beschreibt mehr oder weniger eure von Natur aus vorhandenen Bewegungsradius der Schulter. So wie die Natur es vorsieht, wie ihr euch auf natürliche Weise die Schulter bewegen würdet, wenn ihr den Oberarm nach oben tut. Und das wäre von Natur aus wahrscheinlich weniger dieser Überstretch über die Seite. Fühlt sich schon komisch an, weil ich erst über den mittleren Delta gehe, nicht weiter vorkomme. Und auch nicht hier vorne, sondern ganz natürlich, wenn irgendjemand die Arme heben sollte, dann wäre das genau in dem Winkel. Da würden es alle von euch machen. Und hier kommen wir auch am problemlosesten hoch und würden damit auch im Prinzip unsere Alltagsbewegung meistern. Egal, was wir irgendwo hochheben, wir bewegen es alle in diesem Radius, in diesem Korridor, der so schräg von uns abgeht, vielleicht so im 35-Grad-Winkel ungefähr, wenn das hier der Nullwinkel ist, 35 Grad von unserem Körper weg, da befindet sich dieser Winkel, dieser natürliche Winkel für unsere Schulterbewegung. Diese natürlichen Winkel gibt es überall. Wir erinnern uns an ein Video von mir, ganz toller Titel, was wir von Billardspielern als Bodybuilder lernen können, da oben. Da geht es mehr oder weniger um den natürlichen Handkorridor, um die Handhaltung, die wir haben. Das heißt, wir schauen einfach, in welcher Position unsere Handgelenkshaltung am natürlichsten wäre. Und daraus können wir auch eine ganze Menge ableiten, wie wir einen Griff besonders gut halten können. Umso mehr wir uns von diesem Natur- und Komfortzustand wegbewegen und stark in die Pronation oder Supination gehen, desto eher können wir Handgelenksprobleme bekommen. Das gleiche gilt für die Schulter und dafür ist diese These der Scapular Plane da. Wir sollten alles in diesem Radius bewegen und nicht irgendetwas Künstliches, weil das kann zu Problemen führen. Eins der bekanntesten und berühmtesten, das Impingement-Syndrom, was keiner haben möchte, wo ihr wirklich die Schulter kaum noch bewegen könnt und sehr starke Schmerzen habt. Das kann passieren. So viel zur These. Das heißt, die übergeordnete Theorie davon ist, bewegt euch in dem Radius und auf die Weise, die die Natur für euch vorgesehen hat. Das heißt, Seitheben würde man nun nicht einmal mehr so ausführen, wie ich es euch in dem Seitheben-Tutorial gezeigt habe, welches das Ziel hatte, maximal den seitlichen Delta-Muskel zu treffen und damit aufzubauen. Also nicht mehr hier, sondern hier vorne. Das ist die natürliche Bewegung. Da würden wir auf Dauer am ehesten verletzungsfrei bleiben. Manche bleiben auch auf Dauer, viele bleiben auf Dauer auch verletzungsfrei, wenn sie andere Bewegungen machen. Aber für diejenigen, die sowieso schon eher Schulterprobleme haben oder dazu neigen, diese zu bekommen, da kann das natürlich dann wesentlich eher passieren, wenn man sich außerhalb dieses Naturradiuses befindet, außerhalb des natürlichen Bewegungsablaufs. Sofern erstmal zur Theorie. Das stimmt, geht man nur auf Gesundheit? Ja, dann schon. Wir haben im Bodybuilding allerdings ein anderes oberstes Ziel. Wir machen diesen Sport nicht hauptsächlich, weil wir gesund sein wollen. Wer sagt, oh, ich möchte gesünder sein, ich mache Bodybuilding, der ist so ziemlich falsch und ich glaube, das sagt auch keiner. Dann macht man irgendwie Sport, man geht joggen, nicht mehr Leistungssport, all das macht man dann nicht. Wer sich auch nur entscheidet, Basketball zu spielen, der macht das, weil er Basketball spielen möchte und nicht, weil er gesund sein möchte. Und genauso ist es beim Bodybuilding. Wir wollen den Körper bilden. In dem Wort steckt bereits schon unser Ziel drin. Das heißt, wir schauen, wie wir maximal einen Einfluss auf die Form unseres Körpers mit Widerstandstraining haben können, sprich Gewichten und Maschinen. Und das ist unsere absolute Priorität. Natürlich wollen wir das so lang wie möglich machen. Das bringt nichts, wenn wir uns schon mit einer Trainingseinheit zerstören und das nicht weitermachen können. Das heißt, ein Erhaltungsprinzip, ein Regenerationsprinzip und damit auch ein Gesundheitsprinzip sind sicherlich inhärent, überall, bei allem, was ihr macht. Ihr wollt auch gesund bleiben, wenn ihr Basketball spielt, dann seid ihr nicht gesund, könnt ihr nicht mehr Basketball spielen. Aber es ist sekundär, denn mit Basketball macht man sich definitiv die Knie zum Feind.
Und beim Bodybuilding ist es ähnlich. Ja, wir versuchen so gesund wie möglich, aber natürlich unsere Ziele einzuhalten. Und hier geht es genau darum, und das darf man nie verwechseln, für alle diejenigen, die jemals einen Kommentar gelesen haben oder auch einen Kommentar geschrieben haben, dass diese Bewegungen doch so ungesund sind und so unnatürlich sind. Ja, die haben recht, aber die haben eben nicht verstanden, dass es bei dem Bodybuilding-Sport nicht darum geht. Natürlich soll man sich auch nicht kaputt machen und sollte das schon beachten, dass man keine gefährlichen Übungen macht, aber, das muss ich dazu sagen, diese Übungen machen Millionen von Menschen und davon gehen nur ganz wenige das Risiko ein, wirklich etwas davon zu tragen. Die meisten bauen eher ihre Schultern auf. Und das hat dann auch mit, das hat auch mit vielen anderen Faktoren zu tun. Das heißt, auch von Natur aus gibt es, selbst wenn sich Leute natürlich bewegen und einfach einen Stein hochheben, gibt es die eine, die darunter zerbrechen und die meisten, die es eben nicht tun. Und wenn wir hier maximal den mittleren Delta aufbauen wollen, dann ist diese Übung wirklich effektiv und in den allermeisten Fällen kommen wir auch gut damit davon. Und wenn nicht, dann merken wir es hoffentlich rechtzeitig und lassen diese Übung sein. Und das werdet ihr auch merken. Und deswegen grundsätzlich, ja, man kann so etwas beachten, Handgelenksstellung, Schulterstellung und so weiter. Aber wir müssen immer bedenken, was wir hauptsächlich erreichen wollen. Wir wollen uns nicht kaputt machen damit, wir wollen den Sport lange machen, wir wollen ihn erfolgreich machen, aber der Sport ist eben, dass wir Muskeln aufbauen. Und wenn es Übungsempfehlungen gibt, dann muss man immer abwägen zwischen, trifft die den Muskel am besten und was kostet uns diese Übung. Und ihr wisst, dass ich nicht immer mich für das Bodybuilding entscheide. Das heißt, so etwas wie Kniebeugen und Kreuzheben, da habe ich schon von Anfang an immer wieder predigend von mir gegeben, dass mir das zu sehr auf der Seite gefährlich und risikobehaftet ist und dafür zu wenig Effekt für den Muskelaufbau hat. Also, so viel zu der These. Sicherlich wichtig zu wissen, dass es diesen Kanal gibt, diese grundlegende Theorie dahinter und vor allem für die da draußen, die etwas vorsichtiger sein müssen. Aber ich würde empfehlen, wenn ihr einen seitlichen Delta aufbauen wollt, dann macht ihr das nicht hier vorne. Das geht sehr stark auf die vordere Schulter und ja, auch jetzt spüre ich nichts von der Seite, kaum mache ich das hier, spüre ich schon. Und das werdet ihr merken, erst recht, wenn ihr Gewicht daran habt. Probiert es aus, genauso wie beim Aufwärtsrudern, das Tutorial habt ihr auch gesehen. Da ist es auch ganz wichtig, es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, da hast du aber nicht lange was von deinen Schultern. Doch, die meisten, die das machen, haben lange was davon und haben große Schultern. Aber große Schultern sind eben grundsätzlich nicht ein Gesundheitsplus. Nun gut, so viel dazu. Wenn euch dieses Video irgendwas gebracht hat, gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schaut euch auch die anderen Videos auf dem Kanal da. Ich verweise immer darauf, aber natürlich wollt ihr das Video zu Ende gucken. Gibt aber viel zu entdecken hier. Und nun ja, sonst lasst ein Abo da, wenn ihr keins mehr verpassen wollt. Und wenn ihr mich indirekt unterstützen wollt, aber vor allem eurer Tasche etwas Gutes tun wollt, unten gibt es einen Link für die Proteinarena. Da bekommt ihr 15% auf alles, was ihr dort bestellt und die haben ein Riesensortiment. Schaut euch mal um, wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich einfach.